Hallo und willkommen zurück bei FIFA Journey. Und ja, nach dem bitteren Aus gegen Bayern in der Vorbereitung schauen wir mal weiter. Ja, es war halt eben schon Pech dabei. Aber wir haben nicht schlecht gespielt, also man kann uns eigentlich diesmal keine großartigen Vorwürfe machen. Denke ich zumindest mal. Es hätte schlimmer kommen können. Alex Kanter kann eine Vorlage verbuchen. Aha, hat er sogar noch die Vorlage gemacht. Sieh mal einer an. Das auch noch. Verstanden. Das meine ich völlig ernst. Danke, Coach. Das und einen Anruf hatte ich auch. Und? Sie haben gesagt, für eine 16-Jährige wäre ich echt gut. Und, ich bin im Team für die WM-Qualifikation! Ich bin stolz auf dich. Danke. Ich werde eben telefonieren. Ja. Danach wird gefeiert. Ja. Es ist mitten in der Nacht. Schläft eh nicht. Alles klar in Tokio? Ja, wir sind in Tokio. Ja, Tokio ist anders. Gut. Ist alles super hier. Meine kleine Schwester Kim wurde eben gerade ins WM-Quali-Team berufen. Sie ist doch erst 16, oder? Mhm. Wow. Ich wusste, dass sie Potenzial hat, aber das ist Wahnsinn. Bestell ihr meine Glückwünsche. Klar. Du musst vor Freude platzen, oder? Oh, und dein Schulprojekt kannst du jetzt ja wohl vergessen. Jetzt echt? Ich muss noch ein College wählen und meinen Abschluss machen. Von zu Hause raus. Naja, aber im Moment wirkt das alles nebensächlich. Ja, ja, muss echt stressig sein, so erfolgreich zu sein. Familienschicksal. Halt die Klappe. Macht Platz. Und? Harry, hä? Muss schön sein, wenn der Bruder die Champions League gewinnt. Ja, könnte man meinen. Ruf ihn doch mal an. Hab mit ihm seit Italien nicht gesprochen. Ich vermisse ihn nicht. Als wir Kinder waren, hat Dad uns gegeneinander trainieren lassen. Endloses Flankentraining, immer wieder. Ich war 10 und Terry mit 18 ein echter Bulle. Das sollte mich stärker machen. Jedes Training war eine Knochenmühle für mich. Manchmal konnte ich kaum noch laufen. Hat sich doch gelohnt. Heute bist du ein Premier League-Star. Ja. Ja. Alex, ich halte meine Versprechen immer. Wenn ich was zusage, kann man sich drauf verlassen. Also, wie ist dein Spanisch? Eher schlecht. Ich hab's in der Schule gelernt, aber ich war nie gut. Warum? Das lässt sich leicht ändern. Mal von Titeln abgesehen, mögen es die Realfans eigentlich immer am meisten, wenn ausländische
Los Blancos? Verstehe ich das gerade richtig? Wie ich schon sagte, ich halte immer mein Wort. Wir haben ein 5-Jahres-Angebot von Real Madrid. Atletico hat schon angenommen. Zwar nur widerwillig, aber die Ablösesumme hat sicher geholfen. Es fehlt nur noch deine Unterschrift. Wieso hat Atletico zugestimmt? Wir sind doch bei Bayern. Oder waren wir nur ausgeliehen? Bleib erstmal ruhig, bis wir es offiziell bekannt geben. Wir sehen uns in 48 Stunden in Europa. Dann werden wir alles finalisieren. Das verstehe ich jetzt nicht. Warum Atletico? Wir waren bei Bayern. Sieht ziemlich glücklich aus. Was soll ich sagen? Ich freue mich für meine Schwester. Lass uns feiern gehen. Ja, wir sind in Tokio. Lass uns was machen. Ja, geht ihr nur schon. Ich bin viel zu müde. Was? Geht ihr mal. Gibt's doch gar nicht. Alles okay, Mann? Ja, wie immer. Wie du willst. Okay, bis dann. Ja. Hey, ist das wegen Terry? Nein, keine Sorge, ich bin nur geschlaucht, also mit dem Jetlag und allem. Ich bin so müde, dass ich nur noch ins Bett will. Okay. Okay. Ja, klar. Ja, so kennen wir Williams gar nicht, hä? Und jetzt ruft er wahrscheinlich an, pass auf. Komm, so schlecht ist das doch jetzt gar nicht, oder? Kapitel 1 haben wir, von 4 haben wir jetzt Kapitel 1 durch. Ich habe die Befürchtung, dass das Journey hier saukurz wird. Wir haben eigentlich nur eins erreicht. Das ist erbärmlich. The Journey fortsetzen natürlich. Ich habe empfohlen, welchen Charakter dessen Story du spielen möchtest. Oh, das hier ärgert mich jetzt richtig. Also, Charakter wählen. Wähle den Charakter, dessen Story du spielen möchtest. Alexander, Williams... oder Kim. Also er ist empfohlen. Ich denke, dass er auch die bessere Story hat, ne? Boah, ich weiß es nicht, Leute. Aber mir ist es egal. Wir holen eine Williams. Scheiß auf Hunter. Nein, ich habe ja gesagt, ich will das mit Williams machen und wir machen das mit Williams. Wir ziehen das durch, wenn die Möglichkeit besteht und ja, auch wenn wir vielleicht dadurch viel verlieren oder nicht sehen können, was mich auch wieder ärgert, aber trotzdem werden wir es mit The Williams durchziehen. Und das stand halt eben für mich schon von Anfang an fest. Wenn es diese Möglichkeit gibt, werde ich sie auch ziehen. Ja, es werden wahrscheinlich einige anders gehandhabt haben, aber... ja. Dieses Real Madrid-Gedönse und alles, ich weiß nicht. Ich bleibe lieber hier in England, auch wenn ich weiß, dass er vielleicht nach Menu geht, aber ich weiß nicht, der Williams geht mir irgendwie besser ab. Weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ihr könnt natürlich auch gerne mal in die Kommentare schreiben, für wen ihr euch entschieden habt. Vielleicht mache ich auch die anderen zwei noch so privat mal durch. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal.
Vielleicht kann man ja auch noch wechseln, also ich weiß es nicht. Ein Arsch. Die Fenster hoffen sich mehr von West Ham. So, in The Journey der Champions gibt es drei Charaktere, die jeweils ihre eigene Story haben. Du kannst jederzeit nach Wunsch zwischen den Charakteren hin und her wechseln. Der empfohlene Weg bietet dir jedoch das optimale Story-Erlebnis. Toll. Vielen Dank. Vielen Dank. Also ich muss jetzt echt mal sagen, vielen Dank, FIFA. Hättet ihr mir das vielleicht nicht vor der Aktion sagen können, dann hätte ich ja mit Hunter gemacht. Vielen Dank, FIFA. Ich hätte mich besser spoilern gelassen, dann hätte ich nämlich jetzt mit Hunter weitergemacht und nicht mit Williams, wenn ich eh immer wechseln kann. Was habe ich jetzt wieder gedrückt? Oh, ich weiß es echt nicht, Leute. Es ist jetzt echt. Soll ich jetzt. Boah, ich weiß es echt nicht. Ich. Also, ich kann immer hin und her wechseln. Und ich würde sagen, wir machen wir gehen den empfohlenen Weg. Auch wenn ich gesagt habe, ich gehe bei Williams. Aber da ich ja wechseln kann, wie ich Lust habe, ist das dann egal. Also ich bin auch froh, dass man jetzt nochmal hin und her wechseln kann, weil anders hätte ich mich sehr geärgert. Aber ich will natürlich auch die Story komplett erleben. Und deshalb hole ich mir da natürlich dann den empfohlenen Weg. Und da man eh wechseln kann, kann man ja auch mal machen. Eine Partie Hunter, eine Partie so. Und das hier hätten wir jetzt zum Beispiel verpasst. Mal wieder ein schönes Interview. Willkommen. Wir freuen uns, dass Alex Hunter einen 5-Jahres-Vertrag unterschreiben wird. Wir sind überzeugt davon, dass er hier zu neuer Größe aufsteigen wird, in einem Umfeld, das Talente fördert. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Saison. Dafür sind wir da. Obwohl es ja nicht mehr läuft, seit Ronaldo weg ist bei Real. Haben wir es geschafft, wir gehören zur Königsklasse. Ich wäre lieber bei Bayern geblieben. Oh, das haben sie ja gesagt, das kommt immer gut an. Muchas gracias. Bienvenido, Alex. A ti por venir. Es un muy gran honor. Sí, lo haces genial. Estar aquí. Eres bueno, tío. Aquí. Aquí. Eso es. Dale, sigue. En Madrid. Sí, eso, en Madrid. Con todos ustedes, el pueblo de Madrid. Wer kennt es nicht Spanisch? El camisa de Madrid. Gracias, Alex. Sí, muy bien. Hola, Madrid. Alex, wir drüben bitte. Alex, Sie haben schon bei mehreren Topclubs gezeigt, was in Ihnen steckt. Aber wie gehen Sie mit diesem enormen Druck bei Real Madrid um? Ich meine, wir reden über den berühmtesten Verein der Welt. Die Fans erwarten jedes Jahr den Titel in der Champions League. Ihr Kommentar dazu? Ich werde zeigen, was ich drauf habe. Hier gibt es eine Menge Weltklasse-Spieler. Wenn ich meine Chance bekomme, gebe ich 110%, um einen Platz zu erkämpfen und dem Verein Titel zu holen, vor allem in der Champions League. Ich freue mich auf die Duelle gegen die europäische Elite. Und gehen Sie angesichts der hervorragenden Konkurrenz davon aus, dass Sie sich hier bei Real durchsetzen können? Ich bin zuversichtlich, dass ich das machen werde. Vor allem, weil ich ja schon in meiner Karriere Titel gewonnen habe.
Ich bin bereit. Alex, bitte hier drüben. Ein kurzes Lächeln für mich. Was ist das, Trikot? Zeig, dass du es auch verdienst. Oh je, das wird auf jeden Fall ein stressiges Journey. Aber wir spielen mit Real Madrid, also wir haben schon mal gute Spieler. Jo. Und ich würde dann mal sagen, ohne große Umschweife, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Nein, ein bisschen machen wir noch. Ja, er hat tatsächlich wieder in den Verein gewechselt. Ja, ich wäre auch lieber bei Bayern geblieben. Ich habe es schon mal erwähnt. So, und ja, da würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter. Wobei ich, wie gesagt, immer noch mit dem Wechsel hin und her gedöns da überrascht bin, wie wir das am besten machen werden. Das wird großartig. Wird's nicht. Ganz ruhig bleiben. Alex, rede mit mir. Vor 2 Jahren stand ich noch ohne Vertrag da. Jetzt sagen alle, ich wäre der nächste Ronaldo. Ja, das ist richtig. Schon merkwürdig, oder? Alex, du bist auf dem Weg zum Star. Aber das geht alles so schnell. Du hast eine tolle Pressekonferenz hingelegt. Es wäre da, Alex. Es ist un gran honor. Es ist eine Ehre, bei Real Madrid zu sein. Er hat völlig recht, Alex. Die Madridistas lieben dich jetzt schon und du hast noch keine Minute gespielt. Stimmt, tun wir. Alex, du musst einfach nur da rausgehen und das tun, was du am besten kannst. Verlieren. Oder wieder den Verein verlassen. Ah, schön. Die La Liga müssen wir dominieren. Und in der Champions League müssen wir zeigen, dass das hier das beste Team aller Zeiten ist. Wir brauchen einen guten Start in beiden Wettbewerben. Tun wir was dafür. Anton, willkommen in unserem Team. Danke, Mann. Und ich bin Joe. Freut mich. Das sind die Coaches, mit denen du arbeiten wirst. Ich verarbeite gerade noch, dass ich bei Real bin. Hier. Dafür sind wir da. Dir zu helfen, dich hier einzuleben. Wir beginnen mit 11 gegen 11. Anton und Joe hier sind die Trainer. Du spielst mit beiden. Klingt gut. Dann mal los. So, also machen wir jetzt quasi ein 11 gegen 11 Trainingsspiel. Wie bei Bayern. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Real gegen Real. Haben wir mal ein schönes Trainingsgelände hier. Auch wenn der Hintergrund nicht so gut grafisch dargestellt wurde. So, dann bin ich mal gespannt. Oh, Modric haben wir ja auch noch, stimmen. Oh, wir haben mal einen Ball toll abgefangen. Oh, und jetzt noch einen schönen Pass gespielt.
Aber ich bin echt mal gespannt, ob wir die Champions League gewinnen können. Das wäre natürlich der Obergau, aber... Ja, wie ich gesehen habe, wie wir mit Bayern gegen Juve gespielt haben. Abseits. Ja, aber klar. Dann sehe ich da eigentlich schwarz. Aber... Naja, warten wir es mal ab. Warum läuft denn da keiner? Ah, hätte ihn doch flanken sollen. Ich hätte gedacht, der Pass kommt oder eine flache Flanke. Wäre auf jeden Fall alles besser gewesen wie das hier. Was macht er denn da? Oh, warum lerne ich es eigentlich? Ich verstehe nicht, dass ich das nie lerne und immer wieder die gleichen unnötigen Fehlpässe mache. Ich bin einfach unbelehrbar. Oh. Wie in der Karriere. Was natürlich aber ein interessanter Ansatz ist, man hätte ja theoretisch jetzt, könnte man quasi mit allen drei Charakteren einmal durchspielen, ne? Quasi, also immer wieder von neu anfangen, einmal mit Hunter, einmal mit Alex, mit Kim und einmal mit Danny. Theoretisch. Varane, was machst du da? Jetzt mal ein schöner langer Ball auf Isco. Und dann so eine Gurkenflanke. Was jetzt? Foul am Torwart. Ein Tor wäre natürlich nicht schlecht direkt jetzt, ne? Aber... Ich bin mal gespannt, wie das jetzt mit Williams weitergeht. Hat ja jetzt angeblich nur einen Einjahresvertrag zu gleichen Konditionen bekommen, aber naja, gut. Hat doch gar nicht gepfiffen. Ist ja auch nicht so schlecht. Also sagen wir mal als Star bei West Ham oder auf jeden Fall mal als Spieler bei West Ham. Also ich kann mir Schlimmeres vorstellen. Man kann sich echt Schlimmeres vorstellen. Real ist natürlich wieder eine andere... Foul. Real ist natürlich eine andere Hausnummer, aber dafür hat man natürlich auch ganz anderen Druck. Aha, ich wollte gerade sagen. Geht das jetzt hier wieder nur über 45 Minuten? Das ist die Aufregung bei dem Let's Play. Oder dass ich einfach scheiße bin, aber heute sind wir ja echt die Vielpasskönige. Kennen wir irgendwo von Preußen Münster her, also liegt es doch nicht am Verein. Ja, und da machen die halt eben das Wundertor. Was soll man auch anderes erwarten? Oh, und dann... Bei mir kommt immer so ein Gurkenschuss, anstatt dass mal einer es schafft, aufs Tor zu schießen. Jetzt verlieren wir sogar schon die Trainingsspiele.
Der hochgefeierte Star in Real. Ihn mögen jetzt schon alle, hat noch nicht ein Spiel gewonnen. Ja, und ich würde sagen, das war's dann. Wir gehen aber, denke ich, auf jeden Fall immer den empfohlenen Weg, weil da hätte eben die Story cooler ist. Bringt ja nichts, wenn wir dann mit Williams irgendein Popeltraining machen, wenn es dann hier noch so Pressekonferenzen und so gibt. Von daher, denke ich mal, werden wir auf jeden Fall den empfohlenen Weg gehen. Ah! Oh, ah ja, stimmt, wir spielen ja mit beiden Teams. Stimmt, ich hatte es vergessen. Das hatte ich vergessen. Verlieren wir ihn mit beiden. Auch nicht tragisch. Ich weiß ja eben nicht, welches jetzt groß das schlechtere Team war. Ich hatte nicht so auf die Namen geachtet. Anstatt dass er jetzt da unten hinpasst, ne? Da könnte man bei dem Spiel hier echt aus der Haut fahren. Anstatt einfach da unten hinzupassen, wo der Mann steht, wo ich hinpassen will. Oh ne, komm mal, passen jetzt zum unmöglichsten Spieler, der auf keinen Fall was machen kann. Da kommt mal einer. Das hasse ich auch. Wenn einer vor einem steht, dann muss er genau zu dem Spieler passen. Obwohl man eigentlich den Ball länger spielen will. Nein, dann kommt auf einmal nur noch ein ganz kurzes, zärtliches Pässchen bei raus. Oh, ja. Wie habe ich FIFA doch nicht vermisst. Aber ich mag die Story von Journey, deshalb. Auch so die Karriere aus der dritten Liga, sonst würde ich es wahrscheinlich nicht spielen und aufnehmen. War ja klar, ein Schuss, ein Tor, das gegnerische Team, das ist immer so. Wer kennt's nicht? Ja, diesmal habe ich selber verkackt. Zu lange gewartet mit dem Abspiel. Jetzt kommt die nächste Flanke, dann kommt das 2-0. Oh nein, was ist jetzt passiert? Wir haben ein Kopfballduell gewonnen. Ich fass nicht. Oh ja. Wäre besser bei Williams gegangen. Na, da wäre es auch nicht anders ausgegangen. Da soll ich nicht reinrennen. Wieso haben die jetzt Einwurf? Naja, immerhin 5,7 haben wir. Haben irgendeinen Pass haben wir mal richtig gespielt. Tatsächlich. Es muss Hunter auch immer. Oh, ich hasse das mit. Ich hasse das echt. Immer zu schnell ist Knöpfchen, Drückerei. Man will noch in den Zweikampf rein, dann ist der Fehlpass, dann schießt er einfach den Ball weg. Oh, ich hasse das wie die Pest.
Es muss Hunter auch immer bei so einem Top-Club gehen. Hätte er nicht in der dritten Liga anfangen können. Hätten wir den ganzen Ärger nicht. Jetzt sind wir bei Real. Was war jetzt abseits? Foul? Ich wollte gar nicht bei Real. Ich wäre lieber bei Bayern geblieben. Da sind wir letztes Jahr immer ein Meister geworden. Zwar nicht Pokalsieger, aber Meister. Ich habe mit der Leistung, die wir im Moment bringen, die schwere Vermutung, dass wir nicht die Champions League gewinnen. Oh, mach doch. Ohne Scheiß, die einfachsten Pässe. Und da kann man natürlich nur den Mann noch angewählt lassen. Der anderen lassen sich nicht anwählen. Ich liebe es. Badabababa. Oh, im Shen bin ich immer Weltklasse. Nicht immer alles ernst schulden. Ich meine, ich weiß, ich bin schlecht. Von daher kann man das immer kann man das dann immer doch sehr mit Humor holen. Auch, dass mein Torwart wahrscheinlich mittlerweile müder ist wie Alex Hunter. Ja, beide Spiele 1-0 verloren. Es bleibt, wie es ist. Hat sich nicht viel verändert, nur dass wir jetzt mit Real verlieren. jetzt muss ich noch die Mentorengruppe wählen. In jeder Mentorengruppe kann Alex den Schwerpunkt auf bestimmte Fähigkeiten legen. Schießen, Dribbling, Tempo. Und da mehr Körper, ja gut, wir sind Stürmer, warum sollten wir die Verteidiger? Also mehr in das Mittelfeld gehen. Obwohl, die sind überall nur, stimmt. Haben die keinen Stürmer? Was haben wir hier? Flanken, Ballkontrolle, Weitschüsse, Deckung, Abschluss. Grätsche, Übersicht, Schusskraft, Stärke, Sprintgeschwindigkeit. Gute Frage. Ich denke, wir gehen in Antons Gruppe. Bueno. Alles klar. Angriff ist die beste Verteidigung. Alte Fußballweisheit. Bin ich dabei. Tore schießen ist nur eine Facette des Stürmerlebens. Du brauchst das Talent, Räume für dich zu schaffen und die Kondition für weite Wege. Auch und gerade am Ende eines sehr anstrengenden Spiels. Er gefällt mir. Haben wir uns richtig entschieden. Und ich dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bei der nächsten Niederlage. Bei FIFA Journey. Ja. Ich weiß nicht, wie man jetzt hier wechseln kann. Ob da irgendwas Großartiges passiert oder... Ah, jetzt, okay, jetzt sind die Spiele, außer bei Kim, da ist gar nichts. Wir machen es mit Kim, da ist gar nichts. Newcastle. Ah, ich denke aber, wir bleiben jetzt, wie gesagt, mal auf dem empfohlenen Weg. Ich weiß halt eben nicht. Auf jeden Fall mal bei jedem ein Spiel, denke ich. Wir müssen halt eben schauen. Ich will halt eben die Story mitholen. Das ärgert mich tierisch. Am liebsten würde ich nur mit Danny spielen, aber ist halt eben scheiße. Dafür ist die Story nicht ausgelegt, wenn man verpasst auch viel. Aber dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.